Hey, geil, Pinsi, cool. Ja, ich hab ja auch schon zu gut gesagt, das ist auch ein Spiel, das könnte ihn interessieren. Kenn ihn doch. Go, 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 go. Müde zum Rennen. Da vorne ist. Nee, ist nur das. Doch, da vorne ist endlich das, wo wir hinwollen. Ich wünsche mir, ich könnte die Lebenspunkte einfach wieder hochbringen. Aber hey, wir kommen an. Geil. Ich komme an. Yippie. Und wir haben ein Ahornschößling dabei. Das Zeug lasse ich auch nochmal draußen liegen, weil. Warum nicht? Schafft. Boah. Der Aufwand. Alles, was ich bekommen habe, ist nur ein verdammter grüner Ahornschößling. Jetzt auch so ein T-Shirt, ne? Ich hole jetzt hier das Fleisch rein. Das gönne ich mir jetzt. Das wird sich jetzt gegönnt. Hallöchen, Mr. Skull, grüß dich. Wasser? Pack is getting kind of heavy. Mecker, mecker, mecker. Es ist noch ein bisschen früh zum Schlafen, aber ganz im Ernst. Ich sehe es nicht ein, dass hier noch Lebenspunkte irgendwie durch Müdigkeit und Hunger zu verplempern und noch weiter ins Minus zu geraten. Ich sehe es nicht ein. Wir sollten es einfach hier und jetzt beenden, dieses Dilemma mit der Nahrungsmittelsituation. Und eine Runde schlafen. Komplett sitt und satt schlafen. Und dabei wieder regenerieren. Ein Kräutertee wäre cool, aber wir haben keinen, weil dann würden wir nämlich mehr Lebenspunkte regenerieren. Haben wir aber nicht. Melli zeigt es gleich. Wenn es das Spiel nicht gleich so ohnehin zeigt, ich weiß es nicht. 14 Tage, 8 Stunden. Und ja, es ist derselbe Spielstand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Immerhin sind wir wieder über der Hälfte. Ich verbuche das als moralischen Sieg. Wen willst du schön dekorieren? So, runterwärts. We're gonna need to eat soon. Und ich wollte jetzt bin. Ach, das ungetrocknete Kaninchenpelz. Einmal. Hä? Hallo? Bauernhaus verlassen. Ich geh jetzt einfach mal raus. Weil ich wieder mal nicht weiß im Dunkeln, wo ich bin. Ach, wir waren sogar richtig. Immer noch weit. Ich guck derweil mal, ob da inzwischen mal was in die Falle gegangen ist. Wisst ihr, ich würde schon mal gerne mal wieder ein bisschen Fleisch machen, aber ich mache jetzt wegen einem Kaninchen keinen Ofen an. Das lohnt sich nicht.
Nicht wegen einem Kaninchen. Where can I find something to eat? Vielleicht da vorne, mein Freund. Vielleicht da vorne. Wenn deine Falle mal wieder zugeschlagen haben sollte. Was sie auch hat. Halleluja. So. Eine der effizientesten Schlingen, die wir jemals aufgestellt haben. Der ist auch ganz frisch in die Falle gegangen. Saugeil. Jetzt hoffe ich, dass er über ein Kilo hat, dass sich das Braten und Brutzeln auch lohnt. Ja, das wäre schade um das Streichholzlinie, du hast absolut recht. Und wir haben nicht mehr so unendlich viele. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei 10. Muss mal gucken. Könnte grob hinkommen. Can't feel my feet. Ich schaff's nicht mal hin und zurück, ohne dass ich erfriere, weil natürlich wieder Gegenwind mich davon abhält. Das Spiel will geradezu verhindern, dass ich zum Haus komme. Es pustet mich weg. Wie der böse Wolf mit den drei kleinen Schweinchen. Oh. So. Wie viel hat der denn? Zufriedenstellend. Ich säg das einfach von ihm runter jetzt. Das hier nehme ich auch, genauso wie das da. 1 Stunde 30, 1 Stunde 20 zerlegen. Jetzt ist es endlich mal ein bisschen wärmer geworden. Meine heller geworden. Wärmer, scheiß drauf. Gehen jetzt eh rein. So, legen hier wieder diesen Quatsch hier ab. Ablegen, ablegen. Dann. Altholz haben wir ja genug. Nein. Wollte eigentlich die Fackel nehmen. Dann Feuerchen machen. Halt. Warum es mir nicht einfach machen? Wisst ihr, warum eigentlich nicht? Kein Grund, warum nicht. Ich habe eh keine Lampe. Und werde gefühlt nie eine haben. So, in den Kochtopf tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen Fleisch. Ja. Und garen. Ich mache auf jeden Fall nochmal diese Sachen hier. Garen. Und alles Kalorien. Ich sollte das definitiv nutzen jetzt hier. Alle umlagern. So. Garen. Garen. Hahaha. Oh, schon gegart. Nehmen. So ein kleines Häschen, so wie es aussieht. Sind wir mal hier wieder mal in Mörbs Kochstudio gelandet, ne? Sehr gut. 1 Stunde 49 hier. Ja, Lini Burrito. Wie gesagt, Kaninchen lohnen sich aktiv jagend eigentlich so gut wie gar nicht. Es sei denn, es gibt unglaublich viele direkt um dein Lagerfeuer rum. Ansonsten sind nur die Fallen eigentlich ganz gut. Too heavy. Nehm ein Lackpolling-Tee. Too heavy. Garen. Brauche Wasser.
Nehmen. Nehmen. Garen. 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 Was habe ich denn davon? Wie viele zubereiteten Lackpolinge habt ihr denn noch? Noch drei. Okay. Mehr als erwartet. Wie lange dauert das? 15 Minuten. Kann man kurz mal machen. Da verkocht das nicht alles gleich. Und der letzte Hase. Garen. 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 Und Garen. Da haben wir was Garen. Ja, das da auch noch. Super. Fällt mir sehr gut. Kann ich nochmal ganz kurz eins herstellen. Oder wie lange brennt das Holz noch? Das Feuer noch? Das brennt noch lang genug. Kann ich das eigentlich wieder mitnehmen, wenn ich das gegart habe? Frage ganz, ganz kurz mal euch. Kann ich sowas wieder mitnehmen? Also diese die Dosen. Hallo Camper, grüß dich. Oder sind die dann für immer schon, also muss ich die dann sofort essen? Gibt es dann keinen Weg zurück mehr? Nehmen. 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 Gut, nehmen. So. Jetzt bringen wir das Fleisch erstmal kurz nach draußen. Dann sehen wir auch mal, wie es draußen so ist. Ja, das, ich finde generell dieses neue Kochsystem sehr, sehr geil. Ich finde es sehr gut. Oh. Afade, danke schön für deinen Follow und willkommen. Grüß dich. So. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier von mir jetzt gleich gegessen werden muss, aber ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Garen. Abgestandene Tomatensuppe. Garen. Kann man wieder mitnehmen, okay, das ist cool. Dann mache ich nämlich auch noch die Tomatos. Nicht die Tomatos, ihr wisst schon, was ich meine. Dann sind die nämlich auch schon gleich hier gekocht. Ja, Hans, ich komme teilweise nicht dazu und teilweise vergesse ich einfach, dass ich das noch habe. Das ist total ärgerlich. Garen. Nein, ich wollte Wasser machen, dankeschön. Denn ich habe jetzt hier gerade einiges an Wasser wieder verplempert. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr. So. Schön warm hier drin. Leider kann man die Wärme nicht speichern. Ist schon bei 36%. Getrocknet. Kaninchenhandschuhe sind theoretisch machbar. Geil. Nehmen. Dann machen wir auch noch mal ein bisschen Wasser. Jetzt sind Pfirsiche sind auch warm. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch noch mal ein bisschen Wasser. Das ist super. Gönnen wir das jetzt kurz mal. Muss man ja auch mal machen. So, jetzt haben wir Temperatur steigt. Nutzen. Was ich sehr gut finde.
Noch kurz vom Schmelzpunkt erstmal überhaupt. Getrocknet, getrocknet. Ist schon bei 44%. Leg ich mal da drauf. Ist das da noch irgendwo was anderes war? Der Hase ist bei 35. Habe ich hier noch irgendwo einen Hasen? Nö. Da ist der Hase. Millimeter-Fitzelchen. So, ich finde nicht, dass es irgendwie unten rum liegt, wo ich es nicht sehe. Ich bin halt dahin. Ja, er isst mal wieder alles. Ja, der Kochskill ist natürlich wichtig. Dann hat man ab einem gewissen Punkt halt auch einfach mehr Kalorien, die man dadurch bekommt. Fürs Kochen. Ich werde ja gleich nochmal ein bisschen Buch lesen. Bei der Gelegenheit. Deswegen habe ich da auch gerade eben was gegessen. Aber erst dann muss das Wasser hier fertig sein. Dann haben wir nochmal 6 Liter Wasser hergestellt. Wie gesagt, man muss das halt auch einfach mal ausnutzen, wenn man Feuer macht. Maximale Feuerausnutzung. Oh, ich habe unsicheres. Ich bin so doof. War das ein bisschen vorschnell? Ich war vorschnell. Wenn es verkocht, dann verkocht. Mir ist egal. Will diese letzte Stunde jetzt einfach gelesen haben. Ja. Ist halt so. Auf jeden Fall habe ich dieses eine Buch jetzt auch durchgeskillt. Jetzt gibt es dann nur noch hier diese 2 Bücher. Das hier wäre ein sehr nützliches Buch für uns. Und deswegen lernen wir das jetzt auch. Aber warte mal, ich habe, glaube ich, immer noch nahrungsmitteltechnische Probleme. Sonst kann ich das Buch nämlich nicht lernen. Sehr gut. Das lief sehr gut, denn dadurch ist jetzt nämlich hier das nicht verkocht. Sehr gut finde. Wir räumen wieder Dinge rein. Falerie, Falera, Falera, ist ja Robsassa oder so in der Art. 5,5 tun wir mal rein. Dann nehmen wir nochmal 2 mit. Was sagt denn der Lagerkoller? Ach, der hat sich gefreut, dass wir drinnen geblieben sind. Ach ja. Ist das nicht schön? Da vorne läuft der Bär rum. Why now? Wir machen es anders. Eins, zwei, drei, vier. Mitnehmen. Materialien durfte ich alle haben. Was kostet mich denn da Dingens? 2 getrocknete Därme. Ich möchte diese Pelzhandschuhe jetzt haben. Uns geht's gerade eben wirklich gut. Und ich möchte, dass es uns in der nahen Zukunft auch noch gut geht, wenn nicht sogar besser. Also müssen wir bessere Ausrüstung herstellen. Wir haben noch genügend Holz. Ich hatte Sorge, dass das Holz in Neige gehen könnte, aber das ist, glaube ich, eine Falschvorstellung von mir. 5 Stunden.
Fangen wir mal an. Never thought I'd be dying from starvation. Machen wir nochmal eine Stunde. Ich muss nur das Wasser im Auge behalten. Machen wir nochmal eine Stunde. Danach müssen wir was trinken. I could use a drink. Kriegst du jetzt auch. Die Hose wird länger dauern. Jetzt ziehen wir durch. Na also. Kaninchenpelzhandschuhe hergestellt. Von 0404 auf 22. Zack. Eat this. Will dazu. Das sind nochmal 1,5 Grad Celsius, die wir jetzt hier einfach mal noch nach oben machen. Da vorne bärt der Bär herum. Soll er doch. Boah. Wir haben noch nie so viel Zeug gecraftet. In einem Interloper. Und trotzdem fühlt es sich nicht so an, als ob es uns irgendwas bringt. Ich muss diese Dinger auch noch hier zerlegen. Crafty, crafty. Und für die nächste Kochsession geplant. Es wird dunkel, aber ich kann es trotzdem jetzt zerlegen. Wobei ich jetzt gerade eben ernsthaft am Überlegen bin, ob es nicht vielleicht schlau wäre, mal ein paar Sachen mit hochzunehmen. Wie viele Kalorien hat das? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es jetzt aber einfach essen. Haben wir genügend Trinken dabei? Wir haben genügend dabei. Ich kann das da oben noch zerlegen. Ich möchte jetzt nicht schon wieder im Dunkeln da hochstolpern. Das würde mich total wieder aufregen. Vor allem, wenn ich den Weg nicht finde. So. Wir machen das hier weiter. Zerlegen. Eine Fuhre noch. Und dann können wir nochmal die Pilze zerlegen. Dreimal geht das ja auch noch. Zwei. Und auf ein letztes Mal. Wisst ihr, ich darf im Dunkeln keine Hämmer schwingen und keine Äxte, aber ich darf mit Messerchen rumspielen. Ach ja. Wir haben jetzt momentan hier ein 13 Grad Celsius Wärmebonus. Das ist super. 81%. Irgendwann mal müssen wir das Zeug halt auch mal wieder reparieren. Ne? Aber momentan geht das alles noch. Wir verlieren halt circa 1 Grad Celsius, was möglich wäre. Gönnen wir uns. Nochmal eine recycelte Dose gewonnen. Wie viele Tage? Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, der 15. Tag gewesen. Und ich gönne mir jetzt hier einfach mal dieses ganze Klapperadatsch. Einfach mal wieder halb satt sein. So. Schlafen. 9 Stunden. Wenn die Nacht rum ist, Lini Burrito, wenn ich geschlafen habe, steht da sowieso dran, wie lange ich schon lebe. Na, der Tag ist noch nicht vorbei. Weiß ich noch nicht, Lini Burrito. Ich hatte am Anfang ja gefragt, ob ich jetzt erstmal... 17. Tag. Oh. Deutlich mehr, als ich schon gedacht habe. Alles klar. Ich wollte eigentlich... Also ich habe schon vor, da mal wieder reinzugucken. Ich weiß bloß noch nicht, wann ich es mache in den Storyline-Modus. Denn ich weiß, da gibt es einige Dinge, die da völlig neu sind, aber ich hatte halt am Anfang letzte Woche im Stream gesagt, quasi machen wir den Storyline-Modus oder machen wir das? Und dann kam halt quasi, ja, Storyline-Modus wollen wir nicht.
Okay, wir können auch das machen. Aber den Interloper. Mich würde schon interessieren, was sie quasi geändert haben. Jawohl, es wird hell. Am Storyline-Modus. Zumal ich ja auch zum Beispiel mit der Bärenjagd überhaupt nicht einverstanden war. Nicht moralisch, sondern umsetzungstechnisch, wie sie gemacht war. Sie war nicht gerade clever inszeniert. So. Ich hoffe, dass sie das geändert haben. Ich weiß noch nicht, wann wieder die Green Hell kommt. Sobald halt ein neuer Patch da ist, werde ich auch wieder Green Hell bringen. Nehm immer das in der Art und Weise mit. Oh, warte mal, das hier. Ich brauche nicht beide. Brauche nicht beide. Die sollte ich irgendwann mal verwenden. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, mit der neuen Methode zu kochen ist das ja eigentlich fast nutzlos geworden. Passt. Ganz passt. Die wiegen zum Glück nicht viel, die kann ich einfach mitnehmen. Mhm. Ich wünschte, ich könnte das splitten. Oder darüber füllen. Kann ich das irgendwie? Nö, keine Aktion möglich. Schade. Wiegt halt unnötig viel. 50%. Was sagt denn der wunderbare? Ich sollte dringend raus, ey, sonst sterben wir. Gute Nacht, Lars. Mach's gut. Es ist so scheiß kalt. Ich hab 16 davon, 17 davon. Ich will mir jetzt mein Notfalllager endlich mal bauen da draußen. Wenn es zum Äußersten kommt. Und mit dem Äußersten meine ich zum Lagerkoller. Sagt ihr was? Ich gehe nach draußen und es fängt in dem Augenblick an. Doch nicht zu glauben. In dem Moment, wo ich nach draußen gehe, fängt der Sturm an. Und zwar so ein richtig dreckiger Sturm. Ich wollte das Ding gerade eben aufbauen. Ich komme nicht mal an, ohne mir eine Erfrierung zu holen. Nee, jetzt fängt der Bereich des Spiels an, den ich nicht mehr mag. Man merkt einfach, dass das Spiel jetzt gezielt gegen den Spieler vorgeht. Es versucht vorauszuahnen, was ich vorhabe. Ich gehe raus, Scheißwetter. Ich bleib drin, Lagerkoller. Es versucht jetzt wirklich aktiv mich umzubringen im Interloper-Modus und das mag ich nicht. Es versucht nicht mal mehr fair zu sein. Dankeschön übrigens für den Follow. Ich habe es gerade eben gerade gesehen. Vielen lieben Dank für den Follow und willkommen. Bitte nochmal den Namen ganz, ganz kurz mal sagen. Wer war denn das, bitte schön, dass ich mich auch persönlich bedanken kann? Ja, ich war gerade einfach nur so abgelenkt von dieser Situation, die mich ein klein wenig nervt. 55%. Bin am Überlegen, wo wir hingehen könnten. Ah, hallo Blackjack. Muss ich gerade ganz genau hingucken, weil ich gerade eben mal wieder dunkelblau auf schwarz hatte. Nochmal willkommen, Blackjack. Grüß dich.